in unserem kleinen Garten. Hallo und herzlich willkommen. Heute als allererstes widmen wir uns diesem Schätzchen hier. Ich hole es gleich ein bisschen näher ran und was wir sonst noch machen, weiß ich noch gar nicht. Ich bin einfach spontan rausgegangen heute Morgen, weil die Sonne scheint. Es ist allerdings recht frisch, richtig kühl. Ich möchte aber die Chance nutzen, dass wir hier so ein bisschen gemeinsam was heute machen können. Und ja, pass mal auf, wir holen ihn jetzt sofort ganz nah ran, denn das ist wirklich eine wunderschöne Erscheinung. Die, weißt du, was das ist? Ja, genau, Mistel. Nicht Mispel, sondern Mistel. Ja, okay, sie ist wunderschön gewachsen und ja, ist eine richtig coole Sache, dass das so genial funktioniert hat. Ja, ist halt so, ne? Manches läuft einfach mal richtig cool. Unsere wunderschöne Mistel, hör auf. Nach wie vor bin ich mir nicht ganz sicher, hatten wir ja schon ein paar Mal angesprochen. Das ist ein Apfelbaum, wo ich damals die Samen drauf geklebt habe einfach abgemacht von der, die flogen bei uns damals alle rum, gesammelt, einfach drauf geklebt und dann sind sie irgendwann angefangen zu wachsen. Das war eine richtig coole Sache, dass das funktioniert hat. Nach wie vor bin ich mir nicht schlüssig, ob ich den Apfelbaum komplett entfernen kann im Prinzip. Also, dass wir nur noch die Mistel drauf haben und den Stamm vom Apfelbaum, dass der Apfelbaum selber gar nicht mehr wächst. Ich bin mir nicht schlüssig und von daher machen wir es auch dieses Mal so, dass wir einfach nur einen Rückschnitt der Äste machen. Damit wir den Saftzug behalten. Wie gesagt, ich bin mir nicht schlüssig, ob das funktionieren könnte, dass tatsächlich die Mistel vom Baum sich so verbindet, dass sie also ja, sich dadurch nur versorgt in dem Sinne und halt eben nicht mehr der Apfelbaum wachsen kann. Also ich weiß es nicht. Von daher möchte ich es jetzt auch noch nicht ausprobieren, was ich aber machen werde. Ich werde im unteren Bereich mal den einen oder anderen Ast wegnehmen. Mal so gar nicht gebrauchen, dass also Saftzug nach oben noch gegeben haben. Ne? Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig ist. Das ist, das ist halt so. Okay, pass mal auf. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch hier. So, und jetzt haben wir unsere Krone komplett in dem Sinne. Ne? Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber es scheint so zu sein, dass er anfängt zu blühen. Ich hole das mal ein bisschen näher ran. Also ist schon enorm, wie dicht der jetzt auch gewachsen ist. Also richtig schön kompakt, ne? Da wurde also nichts dran geschnitten an der Mistel. Die hat sich einfach weiter selbstständig entwickelt dann. Hör auf, ich hole uns das mal ein bisschen näher ran. Ich meine, ist schon eine richtig coole Erscheinung. Moment. Dann schauen wir uns das mal ein bisschen näher hier an. Ja, also ich würde sagen, das sind tatsächlich Blüten. Das heißt also, er ist komplett am Blühen, also der ganze Strauch in dem Sinne. Das ist also ja genial anzusehen, dass das so cool funktioniert hat. Das ist also echt schon der Burner. Richtig schön dicht. Das ist grün, ist ein bisschen blass. Mal gucken, ob wir das mit Dünger noch hinbekommen. Ne? Da ist jetzt eher gelblich das Ganze. Ja, okay, also, it is so it is. It ist eine mega coole Pflanze geworden. Bäumchen. So, jetzt kommen wir zu der Linde. Mal gucken, ich denke mal, heute bleiben wir bei Bäumen, weil Gemüse ist im Moment noch nicht, ist einfach zu kalt. Das wollte ich auch mit Melody zusammen machen, von daher warte ich damit noch. So, die haben wir, glaube ich, im Sommer sogar tatsächlich hier reingepflanzt, also rausgenommen aus dem Topf und hier reingepflanzt. Auch einen kräftigen Rückschnitt gemacht, wie wir hier noch sehen können an dem Wundverschluss damals. Ist wunderschön gewachsen, stand den ganzen Winter draußen, hier auf dem Tisch sogar tatsächlich. Ne? Also nicht irgendwo geschützt oder so, stand hier auf dem Tisch. Okay, das heißt, wir werden jetzt eingreifen, denn er fängt bald an zu wachsen. Und wenn ich diese Äste jetzt hier dran sind, so belasse, sieht eigentlich schick aus, ne? Dann schießt er mir zu weit raus wieder. Ne? Bekommt aber zu viel Kraft und wächst natürlich dementsprechend, wie er möchte. Und um das zu lenken, werden wir heute eingreifen. Auch wenn es so ein kleiner Baum ist, zeige ich euch jetzt, wie wir das hier machen. Bei unserer wunderschönen Linde. Auf die Plätze, fertig, los. Ja, ganz famos. Jetzt muss ich auch wieder erstmal 10 Minuten hier stehen und überlegen, was ich überhaupt mache hier. Wir werden das Ganze einfach nur reduzieren. Wir haben das Glück, hier haben wir schon so einen schönen Astaufbau tatsächlich. Das ist richtig cool. Den schneiden wir jetzt zurück und achten darauf, dass die Knospen, die dann oben sind, nach außen zeigen. Nicht nach innen, sonst wachsen die nach innen. Das ist so die erste Maßnahme. Rein theoretisch könnte man ihn jetzt drahten und in Form bringen, aber die sind so weich, die Äste, das lohnt sich noch nicht. Da bist du ständig am Drahten, hast du nicht gesehen, das bringt es überhaupt noch nicht. So, hör mal auf, hier sind zwei nebeneinander. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Hier, ne? Da werden wir jetzt einen von entfernen. Ich kann überlegen, warte mal. Ich glaube fast, ich nehme den hier. Ja, genau, den nehmen wir. Okay, hier werden wir jetzt einfach mal die Knospe abpflücken.
Nee, das war nichts. Okay, komm, dann schneiden wir doch zurück. Den werden wir auch einkürzen. Ich schneide es erstmal pauschal. Kann sein, dass ich gleich nochmal nachschneide, je nachdem, wie weit das herauskommt. So, den könnte man rein theoretisch ganz wegnehmen, weil er hier viel zu dicht da dran ist. Aber wir wissen ja noch nicht genau, wie er sich weiterentwickeln wird. Und von daher lassen wir das erstmal. Wir können die Stellen hier nachschneiden vom letzten Jahr, diese Stummel. So, hör mal auf, der geht jetzt nach da, der geht nach hier. Das kleine Auge geht nach hier, aber das ist zu klein, das ist zu groß in dem Sinne dann. Dann würde das dominant herauswachsen. Von daher nehmen wir den jetzt hier erstmal zurück. Ich gucke gleich nochmal genauer, aber ich denke mal, so ist das okay. So ist das okay, ja, so belassen wir das genau. Pass mal auf, dann kommen wir zu dem Seitenast. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, das ist der Hauptast unten. Das ist dann, ja, nee, das. Warte mal, ich muss selber überlegen. Ich hatte es gerade eigentlich schon fertig im Kopf. Pass auf, der ist viel zu nah hier am Stamm, den nehmen wir weg. So, der geht nach außen. Das wäre okay, aber dann ist der zu weit weg. Zu nah dran, nicht zu weit weg. Also der ist recht weit weg und der wäre dann, das würde optisch gar nicht passen. Von daher lassen wir den hier tatsächlich ein bisschen länger erstmal und gucken, wie wir dann später weiter vorgehen. Ne? Ja, der ist noch in der Anzucht, ist ja nicht fertig. Wobei Bonsai ist eigentlich nicht fertig, wissen wir. Ne? So, Stummel nachschneiden, das können wir so belassen hier, das kleine. Das ist okay, jetzt gucke ich gerade mal. Ja, gut, den können wir weiter zurücknehmen hier. Pass mal auf, den können wir weiter zurücknehmen. So, dann nehmen wir den weg, der hier nach oben geht. Das ist dann soweit gut. So, dann haben wir unseren Hauptast, der nach oben wächst. Hier ist jetzt noch ein zweiter Ast. Den lassen wir erst noch dran hier. Den müssen wir allerdings ein bisschen weiter zurückschneiden, damit er hier nicht so weit rauswächst, dass wir so ein bisschen Kronenaufbau bekommen hier bei dem Bäumchen in dem Sinne. So, das schneiden wir schon mal nach hier, den Stummel. So, jetzt soll er aber nicht ganz gerade als Kerze nach oben wachsen und auch nicht zu stark nach oben wachsen, zu schnell in dem Sinne. Und mal gucken. 1, 2, 3, ich würde sagen hier. So. Siehst du wohl. Dann müsste das vom Habitus ungefähr so schon mal hinkommen. Wie gesagt, die Seite ist ein bisschen weiter rausgewachsen, ist aber jetzt auch nicht so tragisch. Pass mal auf, hier ist noch ein trockenes Stück, das nehme ich ab. Ja, das war es schon. Siehst du wohl. Schon ist er zurückgeschnitten. Wie gesagt, Drahten, das bringt es jetzt noch. Die sind einfach zu weich, die Dinger. Das ist, die bekommen, selbst wenn du Draht ist und den Draht später abmachst, die kriegen noch gar keinen Halt hier. Das ist alles noch zu weich in dem Sinne. Und wie wir sehen, man kann auch durch Schnitt tatsächlich den Baum gestalten. Ne? Gegebenenfalls, wenn mal irgendwas nicht passt, dann können wir das immer noch drahten. Okay, so, den haben wir fertig. Was machen wir jetzt? Die Bienen sind tatsächlich unterwegs, obwohl das so kalt ist. Aber ich bin voll am Frieren hier draußen. So, das ist unsere Weigelie. Die müssen wir auch noch schneiden. Richtig cool gewachsen, macht sich richtig herrlich. Summ, summ. So, die Töpfe stehen nicht ohne Grund hier. Hör mal auf, wir möchten heute... Ich glaube, die haben es nicht gepackt, die Hortensien. Nee, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Naja, so ist das, ne? Okay, Mammutbaum. Unser großes Schätzchen hier. Ja, macht sich richtig gut. Ich glaube, dieses Jahr werde ich mal nicht schneiden. Im unteren Bereich werde ich wieder ein bisschen was wegnehmen, dass wir einen höheren Stamm bekommen. Aber ansonsten erstmal nicht. Die großen Bäume übrigens sind jetzt am Blühen. So, die hier, die werden wir jetzt gleich mal rausnehmen, die Mammutbäumchen. Die sind jetzt 2 Jahre alt, die müssen umgepflanzt werden. Sie befinden sich tatsächlich auch schon im Austrieb. Das geht jetzt ratzfatz. Hier ist der andere. Rupp, mal so. Da werden wir im Kronenbereich vielleicht was wegnehmen. Bin ich mal gerade nicht sicher. Ich glaube dieses Mal nicht, weil sonst schneide ich sie eigentlich mal zurück, dass sie schlank bleiben. Ne? Aber ich denke mal, hier lassen wir oben einfach mal eine richtig schöne Krone wachsen, würde ich sagen. Genau, den belassen wir so, wie er ist. Da machen wir gar nichts dran. Ja, also, dann holen wir sie jetzt raus hier und gucken sie uns mal etwas genauer an. So ist das. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ich müsste jetzt mit Wasser hier rummatschen und ehrlich, das ist mir zu kalt. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Also werden wir das verschieben. Sie laufen ja nicht weg. Wurzeln sind heftig gewachsen. Also die muss ich wirklich so richtig sauber spülen. Ne? Und das ist mir, wie gesagt, zu kalt jetzt. Ich möchte mich auch nicht unbedingt erkälten. Und von daher lassen wir das sein. Interessanterweise, keine Ahnung, wo das herkommt. Das ist eine Kastanie. Ob die Kinder die da reingesteckt haben oder wie auch immer. Ja, also ich stecke mir den Topf rein hier und dann müssen wir das, wie gesagt, verschieben. Weil bringt ja nichts, wenn ich mich jetzt erkälte und dann haben wir ja nichts gewonnen in dem Sinne. Was wir dann aber machen können, wir können den Apfelbaum mal schneiden hier. Das können wir noch gemeinsam machen.
Unser Golden Delicious. So, hier habe ich einen Fehler gemacht letztes Jahr. Ich hatte ihn gekauft, da war er schon am Blühen. Er war so schön am Blühen, dass ich gesagt habe, komm, lass ihn erstmal Früchte ausbilden, dass wir das mal mitnehmen können. Ist nicht gelaufen, die Früchte waren überhaupt nichts. Waren irgendwie stippig und fleckig, also das war überhaupt gar nicht. Ist viel zu weit rausgewachsen auch hier. Das heißt, wir werden das Ganze heute reduzieren, dass wir mal, ich sag mal, einen schönen Kronenaufbau hinbekommen hier, weil das ist einfach zu lang rausgewachsen. Ne? So, das ist jetzt der Trieb, der vom letzten Jahr, nee, vorletzten Jahr ist. Dann sind hier so kleine Stippen noch dran gewachsen im letzten Jahr, also nicht besonders viel. So, werden das vom zweiten Jahr jetzt hier zurücknehmen. Lassen hier ungefähr, ja, wie soll man sagen, nicht ganz Scherenlänge stehen, wie gesagt, damit wir ihn einfach zurückbringen, weil es hat nicht wirklich viel Sinn. Besser sind ein paar Blüten und ein paar Früchte als ganz viele Früchte, die dann ja dementsprechend nicht wirklich was Tolles sind. Ne? Okay, also, dann machen wir das hier genauso. Das ist der lange Trieb von vor 2 Jahren im Prinzip. Ne? Dann nehmen wir den auch kräftig zurück. Den nehme ich ganz weg hier. So, dann haben wir hier noch einen Ast. Ich drehe das mal eben mit der Sonne gerade weg. Ich hoffe, das Bild passt noch so einigermaßen. Aber es sieht irgendwie dunkel aus, ne? Och nö. Jetzt muss ich einen Moment warten. Lacht sich kaputt, ne? Ey, so weit aber auch. Steht da hier im Dunkeln. Also, glaubst du es denn wohl? Ja, so ist das mit Sonne-Wolken-Mix, weißt Bescheid. So, also, das ist jetzt so ein Trieb hier, ne? Der ist von vor 2 Jahren gewachsen. Also hier ist er herausgewachsen und hier lassen wir jetzt so ungefähr, die halbe Scherenlänge würde ich sagen, lassen wir stehen. So, wir nehmen auch das Gelumpe hier mehr oder weniger weg. Einmal den hier, der so direkt von unten kommt, den kürzen wir auch ein. Wir wollen gucken, dass wir den ordentlich aufgebaut kriegen, weil es bringt nichts, wenn du so lange Triebe hast, die dann ne, überhängen und ja, die Äpfel irgendwo nichts werden. Kann man den noch sehen? Nein. Okay, also soweit ist das schon mal okay. Und dann weiß Bescheid, okay. Ich drehe den mal eben ein bisschen mal auf. Jetzt haben wir hier noch einen Ast. Das ist im Prinzip die Krone hier schon, kannst du sagen. Ne? Mal auf, der ist das erste hier rausgewachsen vom letzten Jahr und das Stück halt vor 2 Jahren. Mal auf, den nehmen wir hier oben erstmal weg, würde ich sagen. Den nehme ich ganz weg, der hier mitten reingeht. Das machen wir sowieso. Immer was nach innen wächst, ne? Das nehmen wir dann sowieso weg. So, jetzt haben wir hier einen schönen, langen, großen Stamm in dem Sinne. Ich möchte aber nicht, dass der Baum extremst hoch wird, also werde ich den auch komplett zurücknehmen. Machen wir auf. Hier, mal auf. Wenn hier erstmal weg, hier haben wir 2 kleinere Austriebe noch. Und ich würde sagen, das lassen wir erstmal so stehen. Ich würde den gerne noch ein bisschen weiter zurücknehmen hier, damit das vom Habitus passt. So, bumm, weißt du Bescheid. Besser ist das, ne? Dann soll er lieber erstmal wachsen, anstatt Früchte auszubilden, damit er erstmal richtig einwachsen kann in dem Sinne. So, okay. So, die Wurzeln habe ich mir gerade angesehen, die sehen gut aus, also er ist wirklich gut eingewachsen, ne? Das ist okay, daran liegt es nicht, dass er jetzt irgendwie Wurzelschaden hat oder so. Es ist halt ist so, dass er voraussichtlich mehr Kali braucht, Kali ganz wichtig und Kieselsäure ist auch ganz wichtig, wenn die Äpfel also nicht wirklich wachsen wollen in dem Sinn, also stippig werden und fleckig werden. Von daher muss ich mal gucken, wie wir da dieses Jahr eingreifen. Urgestein ist mir ganz klarer Fall, logisch. Aber wir brauchen gezielten Dünger für das Bäumchen hier. Also wir nehmen da nicht den Dünger, den wir jetzt für die anderen Pflanzen alle nehmen. Er braucht tatsächlich etwas Separates für sich. Und da gucke ich mal, was wir dann tatsächlich in diesem Jahr nehmen. Das werde ich euch dann zeigen, wenn es dann soweit ist. Weil jetzt brauchen wir noch nicht düngen. Da warten wir noch ein bisschen mit. Ne? Oh, das ist aber auch kalt, alter Schwede. Ah, da kannst du auch gar nicht konzentrieren, weißt du das? Dann tun wir uns ein bisschen die Ruhe an und schauen uns mal die Forsythia an. Wie wunderschön sie tatsächlich nicht nur in Erscheinung tritt, sondern auch tatsächlich den Winter überlebt hat. Die stand auch draußen, auch bei dem extremen Schneefall, den wir hatten. Das macht den Bäumen überhaupt nichts aus. Schlimmer ist Kahlfrost im Prinzip. Also ne, wenn es trocken ist und dann richtig kalt wird. Und jetzt müssen wir auch aufpassen, falls es nochmal kalt wird, dass wir sie dann tatsächlich reinstellen. Kühl, ganz klarer Fall, nicht warm. Wobei man könnte sie auch reinstellen. Übrigens, das haben wir damals auch schon mal gemacht. Dann blühen sie im Haus und dann muss man sie natürlich wieder nach draußen stellen. Ganz klarer Fall. Aber auch das geht tatsächlich. Ja, ist schon eine coole Erscheinung. Mal gucken, ob wir es dieses Jahr umpflanzen. Ich weiß es noch nicht, weil ich finde das eigentlich sehr interessant, denn sie erhebt sich jedes Jahr ein Stückchen höher hier aus der Schale heraus. Sie stand mal ein bisschen flacher in dem Sinne. Ne? Das Moos übrigens, das werde ich jetzt die Tage auch entfernen hier. Denn wenn das zwischen den Wurzeln wächst, ist das nicht so gut, da darunter das Ganze irgendwann anfangen auch kann kaputt zu gehen. Also die Wurzel in dem Sinne. Ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das werde ich aber nicht jetzt machen, sondern wenn es ein bisschen wärmer ist, weil das ist jetzt hier draußen echt nicht so schön. Von daher
Ja, dann sehen wir auch die Wurzel mal wieder richtig. Okay. Nee, jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, ich mache es doch jetzt. Nein, ich mache es nicht jetzt. Wir gucken uns noch ein paar andere Sachen an. Und sie fängt ja tatsächlich bald an zu blühen. Ich denke mal, das kann man so schon sehr schön sehen, dass die Knospen anschwellen und gelb werden. Mal gucken, ob ich das jetzt so hinbekomme. Moment, ein kleines Stückchen höher. Ja, doch, guck mal, wie wunderschön das jetzt schon aussieht. Ne? Ja, das ist eine richtig coole Sache. Regelmäßiger Rückschnitt und dann verzweigen sie sich schön und blühen dementsprechend auch wunderbar. Die Forsythien. Dann kommen wir zum nächsten Schätzchen. Das ist unser Malus Thuringo. Ja, stand ja lange Jahre oder viele Jahre in so einer kleinen Schale, ne? Und mit mehreren zusammen. Dann haben wir ihn irgendwann hier reingepflanzt letztes Jahr und weiter vorbereiten. Wir sehen, er hat auch tatsächlich den Winter überlebt. Ist wunderschön im Austreiben jetzt tatsächlich schon. Und auch Kallusbildung, vielleicht kann man so schon erkennen. Hier, ich hole es mal ein bisschen näher ran, dass man das vielleicht so sehen kann, ne? Das sieht schon mal richtig gut aus. Ja, okay, also auch mit dem Schätzchen geht es dann tatsächlich weiter. Hier müssen wir allerdings auch ein bisschen schneiden. Jetzt wird es schon wieder dunkel, ich glaube es ja nicht. Nutzt alle nichts, wir müssen weitermachen hier. Ich will rein, es ist mir einfach zu kalt. So, einmal auf, schauen wir nicht mal an die Seite kurz hier. Also jetzt kann man sehr schön sehen, auch von dem Kontrast her. Das ist ganz schön, ne? So, wir haben hier unten einen Austrieb, der kommt tatsächlich weg hier. Denn der möchte jetzt wieder nach oben wachsen hier, das soll der Baum nicht. Das soll er nicht. Wir wollen ihn ja klein und schick halten. Ne? Von daher nehmen wir das hier unten auf jeden Fall schon mal weg. Und dann kürzen wir ihn auch ein. Lass mal auf. Eben die Schnittstelle nachschneiden. So, dann geht der Ast nach hier. So, jetzt haben wir den recht lang hier rauswachsen. Man könnte ihn noch weiter wachsen lassen, um das hier unten dick zu bekommen in dem Sinne. Möchte ich jetzt aber nicht. Ich möchte ihn tatsächlich klein halten. Von daher schneiden wir ihn auch tatsächlich dann hier oben zurück. So, einmal so und einmal so. Siehst du wohl. Den Rest lassen wir erstmal so und dann wollen wir mal gucken, inwieweit wir ihn später weiter aufbauen. Ich habe ihn schräg eingepflanzt, also werde ich ihn voraussichtlich auch schräg haben wollen oder gehabt haben wollen in dem Sinne. Okay. Mal gucken, was wir uns noch angucken können. Auf die Schnelle. So, dann dürfen wir den auch hier noch zurückschneiden. Hör auf, hier muss ich gleich noch einen Draht abmachen. Der ist mir damals, ist ja jemand drauf geknallt oder drauf getrampelt und da ist er abgeknickt hier. Hat sich aber tatsächlich erholt, Gott sei Dank. Gut, bei den Weigelen ist so, die machen natürlich eine extreme Verzweigung. Ne? Also das ist schon ziemlich heftig. Ich schneide den auch hier erstmal pauschal zurück, damit er einfach nicht zu weit ausufert hier. Man hat sie ja recht gut entwickelt, muss ich sagen. Also, ja, richtig genial. So, okay, dann haben wir den schon mal fertig. Dann nehmen wir die andere Seite hier. So, warte mal auf. Den nehme ich ganz weg hier, weil er gegenüberliegend war. Den kürzen wir noch ein. Dann haben wir den auch schon fertig. So, hier müssen wir was aussortieren. Pass mal auf. Hier werden wir den unteren komplett wegnehmen. Komplett. Er befindet sich also noch im Aufbau, ne? Deswegen durfte er auch richtig schön wachsen. So, der geht nach oben, der kommt weg. Er wird auch überall hier wieder austreiben. Überall. Da müssen wir dann im Sommer dementsprechend nochmal eingreifen. Der Nachteil ist halt, er macht immer so Zwillen, ne? Immer so gegenüberliegende Äste. Ist dann nicht so der Burner, aber dann kürzen wir den einen einfach. Ne, kürzen wir uns alle ein. Pass mal auf. Pass mal auf. Ja. Nee, das machen wir anders. Ich schneide den hier weg. Ja, muss jetzt überlegen. Pass mal auf. So, zacki-bumm. Weiß Bescheid. Ab ist er. Fertig. Hat sich die Kiste. Gar nicht lange um heißen Brei herumreden hier. Einfach mal machen. Okay. Wie gesagt, er wird überall austreiben. Also da müssen wir dann wirklich gucken, reagieren in dem Sinne, wie wir das dann haben wollen. Ne? Im Moment ist das jetzt erstmal Rückschnitt in dem Sinne, da kann ich gleich nochmal kontrollieren. So, jetzt haben wir hier auch so eine Zwille. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Pass mal auf, nehmen wir den weg hier. Und den. Und dann kann ich den gleich nachschneiden. So, kann ich den Draht bei der Gelegenheit auch abmachen jetzt hier. Siehst du wohl. Mal gucken, ob der jetzt wieder angewachsen ist. Es scheint so zu sein. Jo, hier war er gebrochen. Hier in dem Bereich. Er ist tatsächlich wieder zusammengewachsen. Super. Siehst du wohl. Und was habe ich mich geärgert, du alter Schwede, ich sag's ja du. Ja, das ist manchmal so im Leben. Ne? So, hier haben wir jetzt so den Haufen wieder, hier einen Haufen an Ästen, die hier rauswachsen. Jede Menge. Und mal gucken, was wir davon tatsächlich behalten. Denn er soll ja auch klein bleiben in dem Sinne. Ne? So, mal gucken.
Ich sage mir natürlich auch keinen arttypischen Baum, weil es ist ja ein Strauch in dem Sinne. Ne? Von daher, oh, mal gucken, wie wir näher kommen. Der muss auch ganz weg hier, oder? Oh, jetzt bin ich gerade nicht schlüssig. Pass mal auf. Das ist, wenn du drei hast, dann musst du erstmal überlegen, welchen lässt du denn stehen, ne? Welchen lässt du denn stehen? Schneide noch ein bisschen nach hier, den auch. Pass mal auf, ich würde fast sagen, wir nehmen den unteren weg hier. So, den nehmen wir weg. Könnten wir eigentlich, wenn wir den unteren auch noch wegnehmen hier, machen wir auch. So, den nehmen wir nochmal weg, den kürzen wir ein. Und wie gesagt, da müssen wir jetzt im Sommer gucken, dass wir dann nach und nach immer wieder mal so ein bisschen nachpinzieren im Prinzip und dann mal gucken, inwieweit sich das aufbauen lässt. Ne? Das ist ja nicht so wild. So. Er darf auch im Prinzip als Strauch fungieren. Also er soll kein atypischer Baum in dem Sinne darstellen, sondern, ne? Kann ruhig strauchartig wachsen, aber so ein bisschen gestalten kann man ihn ja dann trotzdem. Ja, siehst du wohl, wunderbar gewachsen ist er. Okay. Jetzt kommen wir zu einem richtigen Schätzchen. Das ist unser Ahorn. Hör mal auf, war das jetzt Berg? Ja, Bergahorn. Er hat jetzt eine interessante Sache, und zwar hat er hier einen Riss bekommen. Das kann man jetzt vielleicht schon erkennen. Ich würde mal so ein bisschen was abnehmen, mal zu gucken, wie das da aussieht. In der Regel ist ja, wenn ein Riss ist, dann ist da drunter irgendwas nicht in Ordnung, kaputt. Das ist aber nicht so tragisch. Jetzt habe ich aber nichts zum Fummeln hier, glaubst du das? Das ist nicht so tragisch, denn er soll ja im Prinzip eine knorrige Erscheinung haben. Und von daher ist das nicht so wild, solange darunter tatsächlich Kallus sich entwickelt. Ne? Das ist nämlich auch tatsächlich gegeben. Jawohl. Ja, das ist okay. Das ist gar nicht so wild. Pass mal auf. Kriege ich das so hin? Hier ist Kallus, das sehe ich. Hier ist allerdings der Riss, geht er weiter. Mal auf. Machen wir das mal auf hier. Und gucken da einfach mal näher hin. Genau, warte mal. Okay, mal gucken, ob wir das jetzt hinbekommen hier. Also hier kann man es schon erkennen, ne? Hier ist der Kallus. Da ist der Kallus. So, fummel ich mal hier noch ein bisschen weg. Wenn man sowas erkennt, ist schon ganz witzig. Wichtig, dass wir das auch öffnen, damit das da drunter trocknen kann, ne? Und nicht gegebenenfalls noch Fäulnis entsteht, der in den Stamm hier hineingeht. Ne? Das muss trocken bleiben. Von daher sollte man da schon so ein bisschen drauf achten. Mal, geht das hier noch weiter? Ich glaube, das war es jetzt. Ja. Hier wird es schon wieder fester. Da ist, kannst du den Kallus erkennen hier vorne. Ne? So, hier noch ein bisschen wegnehmen vielleicht, vorsichtig. Ne, das scheint gut zu sein. Das scheint gut zu sein. Wie das jetzt entstanden ist, weiß ich nicht. Das kann bedingt sein, dass vielleicht letztes Jahr, also jetzt nicht dieser Winter, sondern der Winter davor vielleicht schon ein Schaden entstanden ist. Was aber bei dem Baum nicht tragisch ist, denn er soll ja solch eine Erscheinung haben. Ne? Knochig, schön gewachsen, von daher ist das hier nicht ganz so wild. So, ich glaube, das war es jetzt aber. Ich versuche hier nochmal so ein bisschen. Ne, da ist auch, ja, da ist schon wieder weiß. Ne, das ist okay. Das ist okay so. Ja, siehst du wohl. Hat er wieder ein bisschen mehr Charakter bekommen. Ja, das ist soweit ganz okay. Also das sieht schon mal richtig cool aus. Jetzt haben wir hier noch einen Draht drum gemacht letztes Jahr, weil der Ast hier extremst in die Senkrechte ging, um ihn halt nach unten zu bringen. Mal gucken, ob das jetzt uns gelungen ist. Ja, Tatsache, siehst du, dann können wir nämlich auch schon abnehmen hier. Das kann man so ein bisschen unterstützend machen. Wenn so ein Ast also tatsächlich zu steil steht, dann bringst du ihn halt ein bisschen runter. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich den noch weiter runterbringe. Nee, das ist okay, komm. Das ist okay so, das lassen wir so. Dann können wir den Draht jetzt wieder abmachen hier. So. Ja, ansonsten müssen wir warten, bis er austreibt. Wenn er anfängt auszutreiben, werden wir wieder die ganzen Knospen, Endknospen im Prinzip, alle wieder abknipsen, ne, damit die nicht lang herauswachsen, sondern das Ganze gezwungen ist, sich nochmal herauszuwachsen, in dem Sinne, also neue Knospen auszubilden und dementsprechend dann neu herauszuwachsen. Ich kann eigentlich schon mal die Stummel zurückschneiden hier vom letzten Jahr, wobei das jetzt noch nicht zwingend gemacht werden muss. Das kannst du auch machen, wenn die Knospen ausgebrochen werden. Aber jetzt, wenn ich gerade schon dabei bin, dann mache ich das einfach mal kurz. Zumindest das, was ich jetzt sofort sehe. Das andere ist auch ganz trocken. Moment. So. Ja, müssen schon gucken, dass wir ihn kompakt halten. Ne? Weil wenn die Knospen jetzt lässt und der herauswächst, der schießt wie verrückt. Der möchte dann als Baum wieder wachsen. Und von daher ist das schon sinnvoll, die Knospen dann, wenn sie anfangen herauszuwachsen, abzubrechen einfach. Das ist dann einfacher. So, jetzt sehe ich gerade hier unten kommt eine Knospe direkt aus dem Stamm gewachsen. Die kann sowieso schon mal weg. Ansonsten hat der sich also schon sehr schön entwickelt, muss ich sagen.
Aber ne, es kann schon mal hier und da, so wie wir es jetzt hier gegeben haben, eine Erscheinung auftreten. Eine Verletzung in dem Sinne, wie auch immer, hervorgerufen. Und dann ist es nicht so schlimm. Dann öffnet man das Ganze, damit es trockengelegt wird. Und dann ist das soweit gut. Dann hat das auch schon mal wieder ein bisschen mehr Charakter. Oh, der hat sich auch heftig entwickelt. Ne? Heftig. Und wie das in dem Bari-Bereich, die Wurzeln anschaut, ne? Das ist schon der Hammer, dass die so dick geworden sind, trotzdem er so klein ist. Ne? Okay, das war übrigens damals auch eine Abmosung gewesen. Ja, eine Abmosung war das. Okay. Dann schauen wir uns auch den Weißdorn noch an, bevor er wieder anfängt auszutreiben. Er fängt schon an, er macht schon dicke Knospen, das sieht man schon. Ich bin mal gespannt, ob er dieses Jahr mal blühen wird. Wäre mal ganz schön, ne? Hier braucht man nicht viel dran machen. Ist jetzt ein Ast, den schneide ich mal zurück. Aber ansonsten haben wir das ja alles im Laufe des Jahres gemacht. Immer wieder pinziert. Und das machen wir auch fortlaufend, auch in diesem Jahr wieder. Damit, wie gesagt, die ganze Geschichte sich dann auch nicht so stark entwickelt, sondern halt also kompakt bleibt, ne? Bei dem müssen wir wirklich tatsächlich mehrere Male im Jahr Hand anlegen. Ich werde auch mal die Spitzen rausschneiden in diese Dornen, wenn ich sie jetzt schon sehe, ne? Damit ich mich da nicht ständig dran piekse. So. Ja, wie gesagt, ansonsten können wir jetzt echt nicht viel machen hier. Müssen wir einfach noch warten, ne? Einfach noch warten. So, der kann bleiben. Hier ist noch eine Spitze. Hier ist auch noch eine Spitze. Oh, die hatte ich schon geschnitten, lol. Ja, ist ja nicht so schön, wenn du dann arbeitest und dann piekst du dich ständig. Ne, das ist nicht so wild, so schön. Das ist ja noch eher wild, in dem Sinne. So, wie gesagt, den Rest lassen wir jetzt. Und dann müssen wir halt im Laufe des Jahres immer wieder mal ein bisschen dran pinzieren. Aber auch der hat sich echt mega cool entwickelt. Der muss allerdings umgetopft werden, unbedingt. Der muss hier raus. Der muss raus, auf jeden Fall. Okay. Nun ist sie auch jetzt nicht gar nichts mehr. Nun ist sie wieder weg und hat mich doch geblendet. So, pass mal auf. Das ist unsere Naschi-Birne. Wir haben ja zwei. Die eine haben wir ja schon geschnitten gemeinsam. Die steht hier vorne. Das ist jetzt ja mehr oder weniger als Strauch gewachsen. Hier müssen wir auch eingreifen. Hier kommt von unten ein ganz starker Trieb. Der muss komplett raus hier. Ich möchte ihn als Busch halten im Prinzip. Ne? So, ich schmeiße das mal dahin. So. Im Prinzip als Busch halten. So, hier haben wir zwei Triebe, die wollen wir behalten. Hier kommt noch ein Reiter raus, den schneiden wir weg, damit wie gesagt, er kompakt und klein bleibt. Ne? So, der geht nach oben, der kommt komplett weg, der auch hier. Und so, der geht auch weg hier, den hatte ich mal gedrahtet und vergessen den Draht abzumachen. Und dann ja, ist er eben eingewachsen, Draht, weißt Bescheid, ne? So ist das. So, hier kommt noch ein kleiner, auf den schneiden wir zurück, den nehmen wir auch komplett weg hier. Können da neu rauswachsen. Weil der kriegen wir schnell mal die Spitzen auch zurück gleich hier. Den auch. Immer darauf achten, dass die Knospen nach außen gehen. Aber das wissen wir mittlerweile schon. So, was mache ich hier? Ne, die müsste ich eigentlich noch dran lassen. Pass mal auf. Aber auch nicht zu lang. So. Krone. Da bin ich mir gerade nicht ganz schlüssig, ob ich den noch belasse. Wie gesagt, er soll schon als Busch wachsen, nicht als großer Baum, sondern ich möchte gucken, dass man auch solche Sachen klein halten kann, ähnlich wie beim Bonsai, und trotzdem zum Blühen und zu Fruchten bringt. Darauf kommt es an, bei der Geschichte hier. Ja, das wäre mir doch schon ganz wichtig, dass wir das hinbekommen. Das heißt, wir müssten schon eigentlich das Ding behalten, aber ehrlich gesagt müssten wir den nach oben bringen. Den müssen wir nach oben bringen, ja. Okay, nichtsdestotrotz müssen wir schneiden, damit er hier oben nicht zu weit rauswächst. Das wäre nicht so gut. Wie gesagt, er soll nicht zu groß werden. Ne? Von daher achten wir da schon so ein bisschen drauf. So, die kleineren Äste die lassen wir erstmal. Mal gucken, ob sich dann vielleicht dort Blütenknospen entwickeln fürs nächste Jahr. Ja, umtopfen müssen wir auch, aber das machen wir heute nicht. Wie gesagt, ist alles doch ein bisschen zu kalt heute. Ne? Ja, manchmal ist das so. Okay, dann belassen wir ihn jetzt erstmal so. Mal gucken, ob wir tatsächlich so einen kleinen Strauch, der eigentlich Baum werden möchte, ne, auch zum Fruchten bringen können. Wie gesagt, alternativ haben wir den richtigen Baum da vorne stehen. Von daher einfach mal ausprobieren, dass wir das mal erleben können, ob das tatsächlich funktionieren kann. Ne? So, weißt du Bescheid? Winke, winke, bis ganz bald hier aus unserem kleinen Paradies. Unserem kleinen, kalten Paradies. So, komm, es hat keinen Sinn mehr. Ich muss jetzt echt rein. Das läuft schon, weißt Bescheid. Ist ja nicht so gut. So, was lassen wir jetzt mal stehen? Jetzt haben wir gar nichts Schönes. Okay, hör mal auf. Zoomen wir einfach da nochmal hin.
in das Chaos jetzt hier. Dann räume ich eben schnell noch auf und dann hat sich das für heute erstmal erledigt. Auch ich wollte so gerne die Mammutbäumchen umgetopft haben. Aber ja, ne? So ist das. Wir sind schon ein bisschen verwöhnt vom letzten Mal, als es so schön warm war. Ne? Da war ja schon fast Sommer und jetzt wieder so kalt. Aber okay, irgendwann kommt der Frühling mit Sicherheit und dann geht's ratzfatz. Ne? Dann müssen wir uns wieder überschlagen hier. Okay, yippie, yippie.